Hi zusammen, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird heute jede Menge Dinge hier in diesem Video geben. Eine Verlosung, eventuell Spanischunterricht, meine Winterfavoriten und Dinge, die ich cooler finde. Also, Hintergrund ist, dass ich bei einer kleinen Aktion mitmache, die euch so dieses Wort, diesen Hashtag Chula ein bisschen näher bringen soll. Es geht einfach darum zu zeigen, was so die kleinen Dinge im Leben sind, die mir im Moment einfach Spaß machen, die ich cool finde, die halt einfach Chula sind. Und wir befinden uns ja gerade schon so ein bisschen in einer Jahreszeit, in der es manchmal ein bisschen schwierig ist, an diese kleinen Dinge im Leben zu denken, die einem Freude bereiten, weil es ist grau, es ist kalt, es ist nass, man möchte einfach nur zu Hause sitzen und weinen und keine Ahnung, hat vielleicht Winterdepressionen und deswegen dieses Video. Haltet die Ohren auf, es wird eine kleine Verlosung geben, vielleicht, vielleicht auch nicht. Doch, es wird eine geben, keine Sorge, wir fangen jetzt an. Also für mich ist im Moment auf jeden Fall Glitzer ein Riesenfavorit. Es ist einfach etwas, was diese Jahreszeit, finde ich, total aufhält, egal ob in Kleidung oder in Zimmerdeko oder so oder einfach nur in Nagellacken. Es ist einfach draußen so trist und irgendwie manchmal traurig und Glitzer macht die Welt einfach immer ein bisschen schöner, gerade jetzt, finde ich. Was ich im Moment auf jeden Fall total genieße, sind so kuschelige DVD-Abende oder einfach nur, wenn es draußen schon dunkel ist und ihr wisst, es ist kalt draußen und so und ihr selbst seid irgendwie mit Keksen und einer Tasse Tee oder so zu Hause unter einer Decke und das sind einfach, finde ich, richtig schöne Momente und ja, ich habe ein bisschen übertrieben mit meinem Kekseteller. Das sollte nämlich nur für mich sein, aber nein, das habe ich nicht alles gegessen. Dann habe ich mir noch einen Kaffee gemacht. Das ist hier meine neue Kaffeemaschine. Dankeschön an meine Mama. Und wenn ihr dann ein bisschen mehr Zeit habt, dann könnt ihr euch ja irgendwie eine DVD oder so raussuchen oder irgendwo ausleihen und euch einfach nur einen richtig schönen Abend damit machen und vielleicht auch noch Freunde einladen oder so, wenn ihr sonst alleine zu Hause seid und keine Lust habt, alleine zu sein. Macht einfach Kerzen an und genießt einfach den Moment. Meine allerliebste Farbe im Winter und etwas, was mich auch immer wieder fröhlich macht, wenn ich sie irgendwie sehe, das ist die Farbe Rot. Ich verbinde die so sehr mit dieser Jahreszeit und man sieht sie einfach überall in Weihnachtssternen und ich liebe es auch im Moment wieder rote Lippenstifte zu tragen und das ist etwas, was mich so ein bisschen aufheitert, wenn es draußen grau und kalt und so weiter halt ist. Bevor ihr fragt, ja, das nächste ist tatsächlich mein Ernst. Ich finde Stricken wirklich ganz cool. Ich kann es zwar nicht besonders gut, ich kann auch nur einen Schal und eine Mütze machen, aber es macht einfach Spaß, Dinge selbst zu machen und das ist auf jeden Fall eine coole Winterbeschäftigung. Und dann noch eine Sache, die vielleicht nicht ganz spezifisch für die Jahreszeit ist, aber für mich persönlich ist sie das. Ich habe nämlich in letzter Zeit wieder den Sport wiederentdeckt, den ich seit meinem 8. Lebensjahr sozusagen betreibe und dann eine Pause davon hatte. Und das ist Tennis, falls ihr das noch nicht wusstet. Und das ist etwas, was mich immer wieder aufheitert, wenn es irgendwie mal stressig ist. Okay, und der letzte Punkt ist sozusagen der offensichtlichste. Ich habe den einfach mal Weihnachten genannt. Und ich meine einfach alles, was da dran hängt. Also die Lichter, die Deko, dass die Familie zusammenkommt. Natürlich auch Geschenke, aber die sind selbstverständlich nicht das Wichtigste. Aber Weihnachtsmärkte zum Beispiel. Also ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, habe ein mit viel zu viel Nutella gefülltes Crepe gegessen, von dem mir später schlecht geworden ist. Hälfte ist auf meinem Kinn gelandet. Aber hey, es hat trotzdem Spaß gemacht. Yay, ihr habt es zur Verlosungszeit geschafft. Und zwar geht es um einen 200-Euro-Gutschein von Desigual. Das Ganze wird wieder leider auf Instagram stattfinden. Die Sache ist, theoretisch gesehen dürfen keine Personen unter 18 mehr an YouTube-Gewinnspielen teilnehmen. Und das finde ich sehr schade. Deswegen finde ich es besser, wir machen das Ganze auf meinem Instagram-Account. Also schreibt mir einfach unter irgendein Bild dort mit dem Hashtag Chula @BarbieLovesLipsticks2014. Das ist mein Account da. Einfach irgendeinen Kommentar und dann habt ihr teilgenommen. Aber ihr findet alle Infos nochmal in der Infobox. Und ich würde mich am Ende super freuen, wenn ihr mir entweder auf Instagram oder auf Twitter oder hier in den Kommentaren einfach, egal wo ihr halt angemeldet seid, unter dem Hashtag Chula schreiben könntet, was für euch gerade so diese kleinen Dinge sind, die euch halt Spaß machen, die euch Freude bereiten, die ihr einfach gut findet. Und falls ihr gerade Langeweile haben solltet oder sagen wir, ihr habt eigentlich überhaupt keine Zeit, aber ihr benutzt YouTube gerade, um irgendwas aufzuschieben, zum Beispiel Lernen, was ich gerade mache,
Die liebe Nihan und Patty haben auch beide bei der Aktion mitgemacht und ihr könnt natürlich jetzt auf eines der beiden Videos klicken, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst nicht. Es ist nur ein Vorschlag, also ich will niemanden zu etwas zwingen. Ansonsten werden die Videos nochmal in der Endcard gelinkt sein und jetzt gibt es erst einmal die Outtakes. Danke fürs Zuschauen. Boah, da ist viel zu viel Nutella drauf, ganz ehrlich. Ich mach viel, viel bessere zu Hause. Bisschen mehr. Halt. Meine ganzen Hände sind eingesaut mit dem Zeug. Vielleicht esse ich den auch einfach falsch. Dumme Kamera.